Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako und heute mache ich mal ein Filmchen zu einem ganz spannenden Thema. Und das Thema heißt Lehrer-Schüler-Verhältnis. Wow, fettes Ding. Warum mache ich so einen Film? Ganz einfach, weil das Thema immer wieder auftaucht. Was bin ich eigentlich? Was bin ich denn eigentlich für dich? Was? Ich sag's ja immer wieder. Ich bin einfach ein Typ. Oder machen wir es ein bisschen offizieller. Ich bin ein Mensch, der einfach nur das tut, denkt und sagt, was ihm gefällt. Das heißt, ich beanspruche die Freiheit für mich in meinem Leben. Grundlegend. Und das ist, was ich so in die Welt gebe. An meine Nächsten und eben auch hier über dieses Medium in die Welt, über dieses Internet. So, und das gucken sich die Menschen dann an. Das müssten sie nicht, das tun sie freiwillig. Ja. Ich bezahle niemanden dafür, dass er sich meine Videos anguckt. Nee, die Menschen machen das, weil sie aus irgendeinem Grunde eine Verbindung damit haben, davon angezogen sind. Und dann geben mir die Menschen eine Bedeutung, nämlich ihre Bedeutung. Nämlich, du gibst mir eine Bedeutung in deinem Geist, in deinem Bewusstsein. Dann kannst du dich auch gleich mal fragen, was bin ich denn eigentlich für dich? Gut, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, was du in mir sehen kannst. Find es heraus. Ja gut, ich habe ja angefangen mit diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Sowas kann ich auch sein. Klar, kann ich auch ein Lehrer sein. Was ist ein Lehrer? Ein Lehrer ist einer oder eine, die einem was zeigt, was man bislang noch nicht selbst aus sich selbst heraus machen kann, schöpfen kann, denken kann, sich vorstellen kann und so weiter. Das ist, was ich unter einem Lehrer oder einer Lehrerin verstehe. Ja. Das bedeutet, natürlich kann ich ein Lehrer sein für dich, wenn du das wünschst. Ich bezahle niemanden dafür, dass er sich meine Filme anguckt. Ich bezahle niemanden dafür, dass er auf ein Menschentreffen kommt. Ich bezahle niemanden dafür, dass er mich zu seinem oder ihrem Lehrer macht. Ja? Und ich, für mich ist es auch okay, was mir andere für Bedeutungen geben, was sie mir für Eigenschaften zuweisen und so weiter. Denn ich bin mir immer darüber bewusst, dass das alles nichts mit mir zu tun hat. Naja, und so ist es doch auch bei dir. Andere Menschen, deine Menschen in deinem Leben, die geben dir Bedeutungen, die sehen in dir bestimmte Qualitäten und Eigenschaften. Manche schimpfen über dich. Hat es jetzt was mit dir zu tun? Ja, kommt drauf an. Du kannst es dir anziehen, du kannst es dir reinziehen, dann hat es was mit dir zu tun, okay. Oder du siehst einfach, was ein anderer Mensch sagt, das hat in erster Linie immer mal was mit ihm oder ihr selbst zu tun. Ja, so ist das, immer. Menschen äußern nur das, wovon sie erfüllt sind. Wenn einer gut drauf ist, dann wird er schöne Sachen äußern. Wenn jemand scheiße drauf ist, dann wird er Scheiße von sich geben. Und je nachdem, wer dann zugegen ist, dann wird er entweder Scheiße aufgedrückt bekommen oder was Tolles aufgedrückt bekommen. So. Also nichts, was man persönlich nehmen müsste. Sowieso nichts persönlich nehmen, denn die Person gibt es ja gar nicht. Die Person besteht ja nur aus all den Geschichten, die uns
erzählt wurden, die uns beigebracht wurden und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, darüber habe ich schon genug erzählt. Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ja, viele suchen Lehrer oder Lehrerin. Einen oder eine, der etwas zeigen kann, was man selbst zu erlangen wünscht, aber aus der eigenen Kraft heraus noch nicht kann. Und das macht Sinn. Ich selbst hatte auch meine Lehrerinnen und Lehrer. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich die hatte. Denn die haben mir riesig viel Lebzeit gespart auf eine Weise. Ich konnte mit Hilfe dieser Lehrerinnen und Lehrer richtig schnelle Entwicklungen machen. Die haben mir Möglichkeiten gezeigt, die ich für mich selbst noch nicht sehen konnte. Heute weiß ich, dass alles meinem Wesen nach mir möglich ist. Sogar das, was mir im Augenblick noch gar nicht möglich erscheint. Nun gut, kommen wir zurück zu den Lehrern. Ich konnte die auf dieser hohen Ebene sehen. Und so konnte ich von ihnen etwas annehmen, wenn sie mir was gesagt haben, was gegeben haben. Und die haben mir einiges gesagt, was mir nicht gefallen hat. Die haben mir Sachen gesagt und gezeigt, die hätte mir kein anderer ungestraft sagen und zeigen können. Die haben mir das Leben nicht leicht gemacht. Ganz im Gegenteil, die haben mir das Leben schwer gemacht. Gleichzeitig hatte ich so viel Vertrauen zu ihnen. Und so bin ich bei ihnen geblieben und habe mit dem gearbeitet, was sie mir so als Aufgaben gegeben haben, was sie mir so gesagt haben. Ja, und so ist das. Wenn die Verbindung zwischen Lehrer und Schüler eng ist, nah ist, dann ist vieles möglich. Erzähle ich noch ein bisschen von mir. Der eine Lehrer, der hat mich in einer Weise behandelt. Na, eigentlich will ich davon erzählen. Nee, eigentlich nicht. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann komm doch einfach auf ein Menschentreffen oder frag mich doch ganz einfach von Angesicht zu Angesicht, wenn dich sowas interessiert. Denn warum sollte ich hier im Internet so viel erzählen? Diejenigen, die eine nahe Verbindung haben, die eine Verbindung spüren, die werden schon kommen. Und die anderen, ja, die können es ja mal versuchen. Ja, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ich bin froh, dass ich Lehrer hatte und Lehrerinnen. Sehr froh. Und ich bin mir selbst sehr dankbar, dass ich diese Lehrerinnen und Lehrer so sehen konnte auf dieser hohen Stufe. Dass mein Stolz, dass ich nicht so stolz war zu sagen, ich weiß alles selber, mir kann keiner was erzählen, ich weiß schon alles, ich weiß schon alles. Denn wer der Auffassung ist, schon alles zu wissen, der wird überhaupt gar nichts nehmen können von irgendjemandem anderen. Und wenn jemand wirklich schon alles weiß, dann braucht er auch wirklich niemanden mehr. Niemanden braucht er dann. Weil so ein Mensch, der schon alles weiß, der schon alles verwirklicht hat, der ist auf niemanden angewiesen. Der ist weder auf Lob angewiesen, noch auf Anerkennung, noch auf Unterstützung, in welcher Form auch immer. So jemand kann alles aus sich selbst heraus erschaffen, aus seinem Bewusstsein heraus, durch sein Vorstellungsvermögen, durch die Qualitäten, die uns allen gegeben sind, nur dahin zu kommen, eins mit seinem Wesen zu sein, das ist ein Weg.
Der erfordert sehr viel Reinigung oder wie es die Christen nennen, Sühne. Das heißt, alles muss vergeben werden. Die ganzen Flüche, die einem beigebracht wurden, die wir auf uns geladen haben, die ganzen Belastungen, die wir mit uns rumtragen, die ganzen Verletzungen, die ungeheilten, die unerlösten Traumata, all das muss geheilt werden. Und um einen alten Lehrer von mir, Mentor, Meister, zu zitieren, der hat immer gesagt, keine Heilung ohne Schmerz. Das ist eine Aussage, die ist ganz schön unpopulär, denn wer will denn schon Schmerz? Keiner. Es gibt vielleicht viele, die sagen, oh Meister, 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 ich will einen Meister, Meister, bla bla bla. Holy, 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 om, om, om. Und wenn der Meister, den sie zuvor Meister genannt haben, dann bumm, Keule gibt oder irgendwas sagt, was sich nicht schön anhört, dann kommen die Klagen, dann kommt das Schimpfen, dann kommt die Abkehr, dann kommt die Enttäuschung und so weiter und so fort. Es passiert häufig. Mir ist es zum Glück nie passiert. Ich konnte und kann bis heute meine Verbindung zu meinen Lehrerinnen und Lehrern halten in Dankbarkeit für all das, was ich von ihnen bekommen habe. Diese Lehrerinnen und Lehrer haben es geschafft, meine Person, also diesen mentalen Körper, den es gar nicht gibt, zugrunde zu richten, ihn so zu bearbeiten, dass die Beine ins Wackeln geraten sind und der Boom zusammengebrochen ist. Sie haben mich zugrunde gerichtet, persönlich, wundervoll. Und das ist die ganze Aufgabe von einem guten Lehrer oder einer guten Lehrerin. Der Lehrer, die Lehrerin, die dich in deiner Person unterstützt, deinem Ego, wie es bei den Spiritüllen so heißt, der das noch aufbläst, der ist kein guter Lehrer, der ist der schlechteste der Welt. Es geht um die Auflösung der Person oder des Ego, dieses Konstruktes, das es nicht gibt, das künstlich gebaut wurde. Durch Glaubenssätze, durch Programmierung, all das, was dir in den Ohren und in den Arsch geblasen wurde, wo auch immer, solange bis du es geglaubt hast. Es geht darum, das aufzulösen, denn dein Wesen geht darüber hinaus, über die Kiste, die Normalkiste, die ISO 9000-Kiste. Deine Fähigkeiten sind unendlich. Deine Möglichkeiten sind unendlich, dein Wissen ist unendlich, deine Kraft ist unendlich, deine Liebe ist unendlich. Viel, viel jenseits der Kiste, in der die meisten leben. Und der Job vom Mentor, Lehrer, guten Freund, spirituellen Freund ist es, dir dabei zu helfen, einen gelungenen Ausbruch aus dem Knast der ISO 9000 Normalkiste zu schaffen, lebend. Darum geht es. Und wenn du das willst, wenn du aus dem Normalknast hinaus willst und dich in deine natürliche Wesensart erheben willst, wenn du von einer Person zu einem Mensch werden willst, das heißt, das volle menschliche Potenzial entfalten willst, dann kann dir ein Lehrer
oder eine Lehrerin helfen, kann dir Zeit sparen, weil der Lehrer oder die Lehrerin ist schon durch gewisse Prozesse durchgegangen, ohne dabei zu verrecken. Aufrecht stehend, in Würde. Das heißt, so ein Lehrer und Lehrerin weiß genau, in welchen Zuständen du steckst, aus Erfahrung, weil dieser Mensch da schon durchgegangen ist. Das heißt, der kann Mitgefühl haben. Mitgefühl. Mitgefühl kann man haben, wenn man das kennt, die Scheiße, in der jemand anders gerade steckt, aus eigener Erfahrung. Und dann weiß man, wie man da rausgekommen ist und kann dem Menschen dabei helfen, selber da rauszukommen. Denn das muss jeder und jede selber schaffen, aus dem Loch rauszukommen. Und dabei kann man den Menschen helfen. Und wenn du sowas für jemanden tun kannst, dann bist du spiritueller Freund, Entwicklungshelfer, Mentor, Lehrer, Meister, bla, was auch immer, Helfer. Allerdings eine andere Art von Helfer als das, was die meisten anderen Unterhelfern verstehen. Da geht es nämlich nur um Mitleid. Wieso die ganzen Sozialhelfer? Ganze Sozialwesen, Hartz IV, bla. Die Menschen, die Helfer, die dann so mit kleinen armen Würsten zu tun haben, die es eh nicht bringen. Das ist keine Hilfe. Die wirkliche Hilfe, die man jemandem zukommen lassen kann, der gerade in Schwierigkeiten ist, ihm Feuer unterm Arsch zu machen, ihm zu zeigen, was möglich ist und ihm hochzuhelfen, unter den Arm zu greifen, wenn es gerade erforderlich ist, jemandem eine Strickleiter ins Loch zu halten, ihm zu sagen, komm hoch, wenn du willst. Und das ist genug. Anbieten, greifen muss die Hand jeder selbst. Alles andere, wer jemandem Hilfe aufdrückt, entwürdigt denjenigen, dem er die Hilfe aufdrückt. Alle Menschen müssen das selber hinbekommen, denn nur dann werden sie zu Selbstbewusstsein kommen. Jetzt habe ich hier frei fabuliert, wie immer, zum Thema Lehrer, Schüler, warum habe ich es gemacht? Ja, weil es gerade ein Thema war, weil ich gerade ein Gespräch über diese Thematik hatte. Und ich rede halt immer über das, was mich gerade beschäftigt. Nichts anderes. Ich teile mein Leben. Gut. Morgen geht es wieder auf den Highway nach Hause, nach Polen. Und dann schauen wir mal, was dann kommt. Vielleicht setze ich mich wieder an ein Buch. Das, was ich unterbrochen hatte für die Feldbibel. Das andere Buch heißt Das Gesetz, das Ende der Besatzung. Es wird in gewisser Weise ein politisches Buch, auf gewisse Weise ein Science-Fiction-Buch. Auf eine gewisse Weise oder für viele wahrscheinlich ein verrücktes Buch. Für die Verrückten wird es verrückt erscheinen. Also, bis dahin macht's gut. Ciao.